Dann schauen wir mal, ob wir hier Zeug finden. Wir wollen was einkaufen, und zwar Gold. Stimmt der Preis? Ungefähr. Auf Lara stimmt auch ungefähr. Das passt. $30 Millionen, ne? Puh. Frachtraum bei maximaler Kapazitätsauslastung. Bisschen kritisch. Bisschen kritisch. Schauen wir mal. Wäre ein bisschen ungünstig, wenn das jetzt in die Hose geht, aber mal gucken. Wir sind ja risikofreudig. Wir hatten heute auch schon so viel Pech. Da wäre ein bisschen Glück, wäre eigentlich drin, ne? So, die Route hat zwei Sprünge für uns, weil wir mit voller Fracht natürlich nur 12,24 schaffen und die Route natürlich 13,5 hat. Ja, das, ja. Ja, egal. Zwei Sprünge sind auch in Ordnung. Wenn wir halt jetzt abgeschossen werden, gehe ich kotzen. Unseren Piloten eigentlich mitgenommen muss. Boah, nach unten dreht er so den Arm. Ja. Wollte gerade gucken. Ja, Piloten. Arbeiten mit. Ja, ist dabei. Sehr gut, sehr gut. Auto ausnahmsweise ist er mal mit umgestiegen. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Geringe Sicherheit. Ich bin gespannt. Da wird es bestimmt jemand probieren im nächsten System. Keine Kontakte. Das ist schon mal ein gutes. Oh ne, das sind zwei. Okay. Ja, Kobi doch. Wo bist du da unten? Okay. So umdrehen. So. Ich fliege mal ein bisschen manuell, obwohl ich glaube. Ja, die zwei sind vor uns. Okay, die tun uns nichts. Aber vielleicht Glück. Da sagt man, sag mal einer, Handeln ist entspannend. Was machen die da unten? Tanzen die miteinander? Versucht der eine den anderen rauszuziehen?
Der schwurbelt hier so rum. Wenn die gleich beide weg sind, dann wissen wir, dass der eine den anderen abgefangen hat. Nee, der da. Der eine fliegt ganz gerade und der andere kreist hier so. Naja, soll er. Wenn ihm das Spaß macht. Solange sie uns in Ruhe lassen. Bin gespannt, was wir jetzt kriegen. Also Dings hat er, unsere Routen, Dings hier hat er gesagt, Routen pro Trip 15 Millionen. Wenn das stimmt, wäre es ja sehr gut. Scheint auch kein Stau zu sein. Ups. Hab ich gerade im falschen Bildschirm geklickt. Hallo? Da. So. Hier scheint auch kein Stau zu sein. Das heißt, wir können ohne Probleme andocken. Sollte heute etwa was funktionieren? Aufs erste Mal, das wäre ja ganz merkwürdig. Hm? 1000, ne? Nicht 1 Million. Doch, 1 Million. Hä? Ach krass, wir haben hier irgendwas mit... Irgendwas mit viel Zeugs haben wir gefunden. In unseren Erkundungsdaten. Sowas. Oh, ein Raid. Na, hallo. Vielen Dank. Funaya. Guten Tag. Und liebe Zuschauer von Funaya. Ich grüße euch. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie ich hier ganz viel Zeug verkaufe. Und 15 Millionen mache. Hast du deinen Stream gerade beendet, oder?
Ich hoffe, es war ein schöner Stream. Ich habe auch kurz mal reingeschaut, bevor ich angefangen habe hier. Was kriege ich denn jetzt auf die Werft? Was soll denn das? So. Wir kaufen uns jetzt hier, was wollte ich kaufen? Wasserreiniger. Die wollen die in der anderen Station haben. So, sind auch nicht ganz so teuer wie das Gold. So. Ja, also vielen Dank. Ich versuche mich mal zu revanchieren irgendwie. Wenn das zeitlich hinhaut, dann raide ich mal zurück. Ich habe nur meistens passt es irgendwie nicht. Oder ich habe keine Zuschauer mehr und dann. Dann lohnt es sich auch nicht so richtig. Aber ich guck mal. Irgendwie wird das schon mal klappen. So, wo will ich hin? Ah ja, genau. Hier. Wieder zurück nach STKM 1626. Naja, ich hoffe, euch gefällt der Space Truck Simulator hier. Ich weiß nicht, ob es besonders viel Action gibt heute. Das hängt immer von den Piraten ab. Hier gibt es ja doch eine Station, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Mehrere ist es sogar. Sowas. Ich dachte, das eine System wäre unbelebt, unbewohnt. Beides. Hier nach bla 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 Orbital. Den Namen kann ich echt nicht aussprechen. Zhani Bekov. Habe ich ganz bestimmt richtig ausgesprochen. Aber zum Glück kann es jeder lesen. Da muss ich nicht richtig. Da muss ich die Namen nicht hinbekommen. Könnt ihr selber aussprechen, wenn ihr wollt.
Wie verlangsamen? Ja, dann. Ich hab doch den Autopiloten an. Verlangsame doch. Verlangsame! Und. Oh, wir sind doch richtig angekommen. Hey, er ist nicht vorbeigedüst. Jetzt auf einmal läuft's. Wenn das mal vorhin so gewesen wäre, als ich wichtige Dinge zu tun hatte. Ist bestimmt gleich wieder vorbei. So, andocken darf der Autopilot. Dafür haben wir ihn dabei. Können wir wieder Musik hören. Ich würde gerne mal hier auf dieser Bahn mit so einem kleinen Transporter rumdüsen. Einmal so ein Looping fahren. Das wäre cool, wenn das irgendwann mal geht. So, jetzt hauen wir unser Zeug hier wieder weg. Wasserreiniger haben wir denen gebracht. Ist eigentlich nichts Verwerfliches an Wasserreinigern. Da fühle ich mich nicht schuldig. Und wenn ich Gold hin und her fahre, liege, ist bestimmt auch nicht schädlich. So. Frachtraum bei maximaler Kapazitätsauslastung. Das ist immer die risikoreichere Route. Wenn wir jetzt gleich wieder zum anderen System fliegen. Ach, ich wollte ja mal gucken, ob ich mein Kopfgeld irgendwie loskriege. Das wird nicht schlecht. Fahrwerk eingefahren. Detach confirmed. Mist, muss ich dran denken beim nächsten Landen. Sonst hätten wir eventuell ein Problem, wenn uns ein Kopfgeldjäger scannt, dass der uns dann straffrei abschießen kann. Ich meine, er kassiert dann halt ganze 1500 Credits. Das lohnt sich halt nicht, aber manchen ist das auch egal. Die machen das aus Prinzip. Oh, ein Krimineller! Töten wir ihn. Dabei habe ich gar nichts angestellt. Eigentlich. Hab nur ein bisschen falsch geparkt. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Ist die Stimme jetzt zu laut eigentlich? Ist die Stimme jetzt zu laut? Ich hab die. Oh. Na, hallo, anderer Commander. Magst du es versuchen? Ich mag nicht, dass du es versuchst, aber. Ja, der versucht's.
Mal schauen, ob wir ihm entkommen. Ist ja clever hier zu warten. Ah, hahaha. 4, 3, 2, 1. Diesmal sind wir ihm entkommen. Ist auch ein bisschen verdächtig jetzt, dass hier einer ist. Muss ich leider sagen. Da liegt die Vermutung etwas nahe. Gerade in dem System. Das ist ja unser Durchflugssystem. Dass da einer lauert. Der war das. Der Commander Andrew Beltwalker. Ist schon ein merkwürdiger Zufall. Vielleicht sag mal gleich mal Hallo. Schauen wir mal, ob er reagiert, ne? Kann ich so? Ach nee, also so kann ich ihn nicht anschreiben. Wie ging denn das? Andrew Beltwalker. Kann ich hier? Nee, so, ne? Andrew Beltwalker. So? Geht das? Nee. Ja, okay, das hat nicht geklappt. Wie muss ich denn auch hier? Eigentlich müsste es umspringen, glaube ich, ne? Dass ich ihn direkt anschreibe. So geht das nicht. Vielleicht geht das so nicht. Bogen oben. So, da. Da vorne ist der Eingang. Ich meine, solange es kein Ganker ist. Ne? Wenn es ein normaler Pirat ist, kein Stress. Wäre ja mal auch eine Sache, ne? Wenn wir mal normal überfallen werden und nicht nur abgeschossen. So, ich würde aber gerne irgendwie. Ich würde halt gerne. Spieler melden, Freundesanfrage aus Verlauf entfernen. Nee. Ich kann ihn so nicht anschreiben, das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Beltwalker. Und so eine Nachricht kann man auch nicht schicken. Das müsste ja eigentlich W sein. Aber es geht nicht so. Muss ich Commander dazu schreiben? Nö, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich müsste das System den. Fahrwerk ausgefahren. Warte mal kurz. W
Bing, was soll das? Ach Quatsch. Fly. D. Ach, D ist so, deswegen. Ich bin ein Held. D. Wer kommt denn auf D? Oder soll das direkt? Also ehrlich. So, nochmal. So. Geht auch nicht. Tu würde auch gehen. Probieren wir es mal mit Tu. Vielleicht schreibe ich auch den Namen falsch. Große Kleinschreibung werde ich nicht beachten müssen, ne? Vielleicht brauche ich einen Unterstrich, kann das sein? Oder er blockiert einfach. Das könnte auch sein, ne? Weiß ich nicht. Jedenfalls, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Die eine Fuhre können wir jetzt auf jeden Fall abgeben. Ich bin gespannt, ob er auf dem Rückflug auch noch da ist. Dann würde ich ein Muster erkennen. So. Ah, das... Das hat sich zumindest mal gelohnt. Wir kaufen unseren Wasserreiniger wieder. War doch Wasserreiniger, ne? Stromerzeuger? Nee. Doch, Wasserreiniger. So. Frachtraum bei maximaler Kapazitätsauslastung. So, und dann würde ich gleich nochmal an ihm vorbeiklicken. Aber vorher muss ich leider wohin? Sorry. Bin gleich wieder da.